Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eldritch, zu einer neuen Aufnahmesession, zu einem neuen Part. Super Mario Party mit dem Zwergenfürst, mit Mario, mit Luigi, mit Yoshinski und mit dem Wario. Eine ganz klassische Zusammenstellung in diesem Part, in dieser Aufnahmesession. Ja, auf geht's hier direkterweise zur Partner Party. Und wir starten heute, wie es aussieht. Wo waren wir? Also das hatten wir schon. Das hatten wir auch schon geschafft. Also heute vertragte Kapseln. Ja, Partnerparty, vertragte Kapseln. Um 10 Runden reichen. Die Mario Brothers gegen Yoshi und Wario. Ja, eine Zusammenstellung, wie es auch schon in Mario Party Nummer 1 sein hätte können. Bloß halt nicht der Partnerparty. Aber die Charaktere, die passen schon, sind alteingesessene Kameraden. Ja, auf geht's. Starten wir. Zwei Brüder zusammen gegen Kamek. Gegen Wario und Yoshi. Auch das. So, da wird das Spielfeld präsentiert. Na dann, auf ein neues. Vertragte Kapseln. Inten, ich seid ja hier. Das hier ist die ganz große Nummer. Der ultimative Teamwork-Test. Seid ihr zum ersten Mal als Team hier? Nein. Beim Spiel im Team ist einiges anders als für Einzelspieler. Sind euch die Regeln klar? Ja, uns sind die Regeln klar. Die müssen wir nicht nochmal durchgehen. Nein. Dann lasst uns jetzt auswürfeln, welches Team beginnt. Die Würfel beider Teammitglieder werden dabei zusammengezählt. Alles klar. Die Spielsteuerung und die Regeln in dem Brettspiel, die erklären sich schon von selbst. Jo. Team Yoshi ist als zweites dran. Sehr gut. Na dann. Die ersten Sterne. Der erste Stern wird platziert bei Toadette. Hier. Wer hier landet, kann sich den Stern schnappen. Wenn beide Teammitglieder hier landen, könnt ihr zwei Sterne auf einmal erhalten. Jo. Das habe ich mittlerweile mitbekommen, das habe ich kapiert. Das dürfte aus mehreren vorangegangenen Mario Partner Party Parts ersichtlich geworden sein. Ja. Bevor ihr losgeht, zeigt mir, dass ihr ein wahres Team seid. Einklatschen. Brothers Forever. Super Mario Bros. Wir sind ganz super Brüder. Ja. Auf geht's. Startende Team ist am Zug. Und das sind wir. Mario und Luigi. Team Mario. Auf geht's. Würfeln mit dem normalen Würfel. Oder mit dem Mario Würfel. Boah. Der Mario Würfel sieht auch nicht gerade prickelnd aus. Ja, ja. Nehme ich den normalen Würfel. Ab und zu können wir auch den Mario-Würfel nehmen. Aber ja, es ist nichts so Besonderes. So, eine 4 gewürfelt. Dann wird es eine 5 draus. So, wo wollen wir lang? Wo müssen wir lang? Luigi möchte da oben lang. Dann gehen wir mal, kleiner Bruder. Ja, so vielleicht. Hops. Da möchte der Luigi lang. Der scheint zu wissen, wo es lang geht. Ich habe keinen Plan. Wie immer. Also folge ich mal seiner Richtung, seinem Weg.
So, Team Yoshi ist am Würfeln. So, 11. Die haben ein bisschen mehr. Und die gehen auch in diese Richtung. Sieht gut aus. Jetzt wären wir richtig. Aha, ein besonders eigenes. Ein paar Kamiks. Oi. Na, das ist ein besonders eigenes. Das kann man wohl so nennen. Das ist mir neu. Gab es das schon in dem regulären Mario Party Spielbrett? Das erste Minispiel heißt Vitamin-Viereck. Okay. Ach so, ja, das kommt mir bekannt vor. Kenne ich. Hatten wir schon. Das ging auch die Brothers zusammen hin. So. Ja, ist klar, was gemeint ist. Hier, komm hoch. Komm hoch. Von mir aus auch so. Luigi, was machst du denn? Nein. Hier so? Ja. Das könnte passen. Komm doch, Luigi, Luigi. Ach, Mann. Luigi, Luigi. Luigi, was machst du? Ich war schon dort unten richtig. Ach, Mensch. Mensch, kleiner Bruder. So, hier. Nein, hier unten. Nein, nicht hier unten. Erdbeere oben, Banane. Ja, hier. Mach doch was zum Geier. Das geht ja schon super los. Luigi, was ist denn nur mit dir? Du willst nicht im Team arbeiten. Da dreht er die Finger. Tja. Na, Spitze. Das kann ja was werden. Runde 2. Die Minispiele werden lustig. Oh weia. So ist es, wenn man nicht kommt, spielt. Ich hab ja nun mal keinen, mit dem ich jetzt im Doppelteam spielen könnte gegen die Kums. Ja. Tumopilz, ja, was auch immer das jetzt an dieser Stelle schon bringt. Ja, einfache Würfel. Beide den einfachen Würfel. Die normalen. Eine 3 und eine 1 macht 4. Eine 7 als Bonus. Achso, das ist der Turbopilz. Kann ich da hoch? Ja, aber es bringt mir nichts. Kann ich da auf das Feld, dann komme ich da nach oben. Das wäre doch was. Da, wo Yoshi steht, müssen wir hin. Was zum Henker macht Luigi da? Was hast du vor? Ich muss versuchen, irgendwie auf den Punkt zu kommen. Kann ich nicht den einen Zug fahren ziehen lassen? Das ist ja blöd. Ich muss gucken, dass ich richtig dahin komme. Das wird wohl eher nix. Ein Würfelpunkt weniger. Und da wären wir. Dann halt so. Das hat mir der Turbopilz relativ wenig gebracht. Aber ja. Luigi dreht sich einmal im Kreis. Ich sehe schon. Der liebe Luigi ist hier ein Nichtsnutz im Team. Naja. Team Yoshi würfelt. Naja, mal schauen, wer hier die Sterne kassiert. Und ob mich mein kleiner Bruder hier zur Verzweiflung bringt. Im zweiten Minispiel. Na super. 10 Runden, 10 Minispiele haben wir ja in eisigen Höhen. Ja, ich bin gespannt, wie das laufen wird. Das Spiel kennen wir. Das Minispiel ist bekannt. Na, schauen wir mal. Wie sich mein Teamkamerad hier noch anstellen wird.
Vielleicht stelle ich mich auch ab und zu mal ein bisschen blöd an. Mal schauen, wie unsere Gewinnchancen aussehen. Na komm. Ein bisschen höher bauen. Das sieht nicht gut aus für uns. Obwohl, könnte durch meine Spitze. Ja, sehr knapp. Sehr knapp haben wir gewonnen. So. Und ein Klatsch und zwei Münzen zusätzlich. Und zurück geht's aufs Spielfeld. Jo. Team Yoshi führt immer noch. Team Mario liegt zurück auf Platz 2. Aber noch sind keine Sterne vergeben worden. Noch ist in Runde 3 alles möglich. Oh, Kamek hat was zu melden. Ich bringe dir mal ein bisschen zusätzlich Wurzeln ins Spiel. Ach, die Pechsfelder. Oh, wie schlimm. Ich sagte da, glaube ich, im letzten Part schon einiges dazu. Ja. Die Pechfelder. Reden wir nicht weiter drüber. Ja. Items? Habe ich wieder was bekommen? Ach ja, der Turbopilz. Von mir aus. Passt so gut zu Mario. Würfeln. Obwohl eine 1 hier am besten wäre. Dass der Turbopilz eher kontraproduktiv. Plus 3. Das sind gleich 8. Okay. Luigi will da auch drauf. Okay, vielleicht kriegen wir es irgendwie hin. Das sieht doch wieder schlecht aus. Ja. Nee, so kommen wir nicht an. Heißt hier wieder ein bisschen tüfteln. Luigi hat da ein bisschen mehr Felder. Tja, sieht nicht gut aus. Dann nehme ich mir den Wario mit. Aber wenigstens etwas. Und Luigi ist schon da. Nicht mit einem Verbündeten. Ach nee, Wario ist mein Gegner. Ja gut, das hatte ich gerade für einen Moment nicht im Blick. Tja, eine 1 wäre jetzt am klügsten. Dieses Taktieren, das ist immer das Schlimmste hier. Dass wir genau auf diesem Feld landen. Das Blödeste am Rumziehen. Aber die gegnerische Team haben wir eine Münze geklaut. Ach, wie schön. Das hat ja mal was gebracht. Paschbonus. Ach was. Ja. Und der Wario kriegt es gebacken. Jetzt sind alle rum außer mir. Na toll, Yoshi holt sich den ersten Stern. Alles klar, dann bleibe ich vielleicht unten. Vielleicht kommt der Stern dann zu mir runter. Dann kriege ich vielleicht auch mal gebacken. In der nächsten Runde den Stern abzusahnen. Um den zu bekommen für das Team. So, Team Yoshi. Ein Stern. Team Yoshi führt weiterhin. Ja, es läuft nicht optimal. Könnte besser laufen für mein Team. Der Mario kriegt es mit seinen Schleifen hin auf das Feld zu kommen. Aber ob ihn das noch was bringt, dort hin auf das Feld zu kommen, das werden wir mal jetzt sehen. Da fliegt die Toadette schon woanders hin. Wo bringt sie den Stern hin? Darüber. Da ist ein Schlüssel. Da sehe ich einen Schlüssel. Der bringt uns doch bestimmt irgendwas. Da müssen wir mal versuchen, da hochzukommen. Ein Stern. Vielleicht kann ich mich da irgendwie beim Wump, keine Ahnung, wie der heißt, irgendwie so vorbeischleichen. Herzlich wert am längsten. Aha, okay. Da müssen wir dann streicheln oder was? Okay, einfach Streichelbewegungen ausführen. Braver Wiggler. Alles klar. Und die Streichelbewegungen zählen. Pro Streichelbewegung ein Punkt.
Ah, nacheinander wird gestreichert. Start! Aha. Ach so, Hot Potato sozusagen. Und man geht's hoch. Und wird dann verloren. 3 Punkte. Sehr gut. Luigi, verkack's nicht. Ah, ich hab schon ordentlich vorgelegt. Die anderen trauen sich nicht so sehr. Alles klar. Irgendwann hoch. Dann wacht er auf. Der Wiggler. So, ich bin dran. Braver Wiggler. Ruhiger Wiggler. Schlaf. Schlaf. Nein! Okay, er ist aufgewacht, aber es hat mir noch 6 Punkte gemacht. 6, 2, 1, 2, ja. Ja, gut. Na komm. 9. Ja, easy peasy. Easy peasy, Wiggler squeezy. So sieht's aus. Das ist doch auch so ein Lemmenkopf. Kriegen wir hin. Brauche ich mir beim Streicheln keine Sorgen zu machen. Bin ein guter Streichler. So, 10. Ruhig. 11. 12. Braver Wiggler. Es wird langsam langweilig. Keine Konkurrenz für mich. Ginger, komm's. Keine Konkurrenz. Muss ich nochmal? Oder war es da schon? Ich muss nochmal. 13. 14. Oh. 15. Oha. 0. Ach du Heiliger. 0. Bei mir ist er aufgewacht. Ginger Chef gewonnen, weil ich zu unsacht gestreichelt habe. Ach du Schande. Ich war so gut, ich hatte schon 10 Punkte, ich war schon bei 13, 14. Das ist, ich hätte haushoch, ich hätte das entschieden, ich hätte gewonnen, ich hätte das Minispiel entschieden, aber nein. Ich muss am Ende noch versauen, versaubütteln, verschenken. Den Sieg verschenken. Oh wei. Naja, vielleicht kann ich hier zumindest ein bisschen vorwärts kommen. Na, der Stern ist da drüben, bei der Peach. Bei der verbündeten Peach. Naja, wird wohl noch ein paar Runden dauern, bis ich da hinkomme. Das? Wie viele Münzen man jetzt einfach den Sache nicht. Okay. Mhm. Interessant. Mein Teamkollege hat es versaut. Mal wieder. Mensch, Luigi. Mensch. Was machen wir nur mit dir? Der Kollege versaut mir noch das Spiel. Okay, Yoshi kommt ziemlich weit. Der hat eine hohe Zahl gewürfelt. Und gib mir mindestens 5 Münzen, wenn du vorbei willst. Dann gibt glatt 8. Dann gut, man kann ein Wegelager auch nur bezahlen. Tja. Mindestens 9 Münzen. Irgendwann hat der nächste dann keine Münzen mehr. 8, daran besteht der Trick. Ah, Kettenhund wird nur losgelassen. Der verliert Münzen oder was? Aha. Alles klar, okay. Versteh's immer noch nicht. Versteh den Sinn dahinter nicht. So, nächstes Minispiel. Minispiel Roulette. Brunnenbalgerei. Ah, okay. Was wird getan? Bewegen, spritzen. Ach so. Paintball mit Wasser. Verstehe.
Los geht's. So, hier wird abgespritzt. Na, Yoshi runter. Mario runter. Muss auftanken. Luigi. Ich hab nicht noch Wasser dabei. Auftanken. Hier kann ich auftanken. Ja, hab ich. Runter mit dir. Mario. Achso, auftanken. Also, der ist noch da. Unentschieden oder was? 1-1-3-4. Team Mario und Team Yoshi haben gewonnen. Was? Das klingt nach einem Unentschieden. Jetzt kriegen beide was. Aha. Unverändert Platz 1. Team Yoshi. Runde 5. Oh yeah. So, Team Mario. Vielleicht kriegen wir es jetzt mal irgendwie hin. Vielleicht kommen wir irgendwie zum zweiten Stern. Tun uns den zweiten Stern. 2. Eine neue. Ach. Jetzt hat es Luigi mal ausnahmsweise gerettet. Aha. Okay. Hier ist gerade eine Fliege von meiner Fresse rumgeflogen. Da musste ich gerade heftig reagieren. Ja, nehmen wir es so. Sieht doch gut aus. Nee, da bin ich am Turm vorbei. Eine goldene Red Bull Cola. Red Bull. Zwei Marken in einem Satz genannt. Noch sponsert. Ich wollte ein Gag raushauen. Habe ich verkackt. Ja. Eine goldene Red Bull Dose, eine goldene Red Limo. Versuch's nicht gerade zu richten, 2G. Der Gag war schon kaputt, bevor er erzählt wurde. Und der war nicht gut. Der sollte nicht sein. Yoshinski ist nah am Stern dran. Luigi, du bist doch sehr nah dran. Krieg du es mal hin. Luigi, machst du es? Machst du es mal? Machst du deinen Ruf mal wieder gerade? Sei nicht der Verlierer. Nicht den Fahne verlieren. Ja, das auch. Auch nein. Ist wieder ordentliches Teamwork gefragt. Ah, das war doch schon immer ein Problem. Ihrer Seufzer. So, was müssen wir machen? So, Luigi, da unten hin, da oben hin, hier, komm. Sehr gut. So. Ich mach dann wohl das Dreieck hier. Oder so. Ich mach hier das und dann da hoch. Luigi, hier hoch. Hier, Luigi. Luigi, komm zu mir. Nein, Luigi. Der versteht's nicht. Haben wir doch mal hingekriegt. So, ich hier runter. So, da hoch. Bleib da, wo du bist. Bleib. So, sehr gut. Das weh. Haben wir geschafft. Gewonnen. Ich rede immer mit den Komms, als ob das was bringen würde. Naja. Man kann es ja versuchen. So. Auf in Runde 6. Team Yoshi führt weiterhin. Vielleicht schafft es Luigi jetzt mal zum Stern zu kommen. Das wäre ganz schön. Runde 6. Zum ersten Team Mario. Items. Goldfläschchen. Aha. Geld für jedes Feld. Aha, sag ich doch. Oh, goldener Mario. Sag ich doch, Red Bull verleiht Flügel. Not sponsored. Wirklich nicht. Auch wenn das fast so klingt. Ich mag das nicht mal, das Getränk. Ja, ich hab's schon mal gekostet. Und bin ich so der Energy Drink Trinker. Was zum Geier macht Luigi da oben?
Er sagt, gib mir mindestens eine Münze, wenn du vorbei willst. Ja, ich bin jetzt Gold, Mario, ich krieg genug. Nimm zwei. Du darfst vorbei, sagt er. Okay, wenn er das so sagt. So, aus dem Labyrinth hinaus. Ah, Gold, Mario schon vorbei. Das war neu, das haben wir noch nicht ausprobiert. So. Alles klar. Team Yoshi. Yoshi steht jetzt mit Luigi gleich auf. Aber Yoshi darf jetzt würfeln und setzen. Oh nein, nicht den zweiten Stern für Team Yoshi. Das ist doch fast schon ein Todesurteil. Oh nein, 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 nicht, doch nicht, doch nicht. Ah, dran vorbei. Oder geht das auch? Ja, nein, dran vorbei. Alles klar. Yoshi hat's verkackt. Sehr gut, dann kann es Luigi jetzt vielleicht im nächsten Zug hinkriegen. Kriegt das vielleicht gebacken? Sehr gut. In Runde 7 besteht noch Hoffnung auf den zweiten Stern. Fischverdrunk steht aber vorher an.